Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Personen anwesend habe von wirklich allen Berliner Universitäten, von der Hertie School of Governance, von der ESMT. Also der Zulauf ist enorm, so enorm, dass fast nicht mehr alle WZBler in diesen Raum da passen. Da sieht man die Attraktivität der Schnellstatterin der jetzigen Legislaturperiode. Und ich glaube, niemand war schneller und in einer gewissen Weise auch erfolgreicher als Sie, Frau Ministerin Nahles. Mein herzliches Willkommen in dem Namen von uns allen hier am WZB. Wie Sie sich denken können, ist ein Institut, welches sich um die problemorientierte Grundlagenforschung, die brennenden Probleme unserer Zeit handelt, ein Institut, welches Arbeit und Soziales in keiner Weise außen vor lassen kann. Und von daher sind die zwei Gesetze, für die Sie stehen und für die Geschichtsbücher stehen, das kann man nicht anders sagen, nämlich den Mindestlohn und die Möglichkeit, eine Rente ohne Abschlag im Alter von 63 zu bekommen, eine Person, die genau Arbeit und Soziales jenseits ihrer Ressortleitung natürlich in hervorragender Weise verbindet. Wir haben am WZB mindestens 5 Abteilungen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, meistens in internationaler Perspektive, was auch für Sie durchaus interessant sein könnte. Wir sind spezialisiert in diesem Teil der Forschung des WZB tatsächlich darauf, dass wir uns diese Prozesse über den Lebensverlauf anschauen. Das heißt, wie frühe Entscheidungen spätere Lebensergebnisse prädeterminieren, prägen und oft überhaupt nicht mehr rückgängig machen zu lassen. Sodass ich mir überlegte, als ich Ihren Titel hörte, die Zukunft der Arbeit, wie könnte man das mit jungen Forscherinnen und Forschern aus jetzt tatsächlich 4 unterschiedlichen Abteilungen so anlegen, dass sie auch was davon haben. Und das ist natürlich umgekehrt auch immer die große Hoffnung der Wissenschaft, dass sie der Politik was in die Hand gibt und am liebsten dann irgendwann mal ein Wort hört, wo man denkt, hups, das haben wir ein bisschen anmoderiert. Ja, dann sind wir ganz glücklich und feiern hier groß in diesem ehrwürdigen Haus. Von daher werden Sie nachher 4 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen, die im Moment neben Ihnen sitzen, die aus der Perspektive zunächst mal der demografischen Grundlagen was sagen und wie die Demografie eigentlich gerade für Fragen von Arbeit und Soziales prägender ist, als wir oft denken, die das ja noch ein bisschen so neben rauslassen. Sie werden dann etwas, wovon Sie sehr gut Bescheid wissen, nämlich was hat das mit gerade dem Ende des Lebensverlaufs zu tun, was hat es aber auch mit dem Anfang des Lebensverlaufs zu tun, nämlich mit Fertilitätsentscheidungen, und der Herr, der neben Ihnen sitzt, bildet dann den großen Bogen, was hat das mit Gerechtigkeit, sozialer Ungleichheit und Mobilität zu tun. Das ist, wie diese Veranstaltung konzipiert sein wird. Wir hoffen, dass Sie zunächst mal uns eine interessante Grundsatzrede geben. Wir hoffen, und ich insbesondere hoffe, dass die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die teilweise 2 von Ihnen haben, schon richtig gute Professoren. Was heißt, Wissenschaft kann, wenn man sie ordentlich steuert, auch nicht nur ins Nichts führen, sondern auch zum Glück. Insofern ist Jung natürlich auch immer so zu verstehen, dass wir natürlich eine innovative Forschung machen möchten. Und wenn dann Jung und innovativ zusammenkommt, umso besser. Ich sollte, bevor wir mit Ihnen beginnen und dann, ich wirklich hoffe, dass Sie ganz kurz sind, weil die Ministerin geht um 18.15 Uhr. Und der Raum hat, je mehr von Frau Nahles, je kürzer wir hier vorne sind und je kürzer dann nachher auch Ihre Fragen sind. Und ich werde heute noch strenger sein als normalerweise und mir sogar erlauben, Ihnen das Wort sozusagen zu nehmen, wenn die Kommentierungen zu lang sind. Wir wollen Sie in meiner Sprache ausbeuten, Frau Nahles. Wir dürfen.
Vorab möchte ich zwei Ankündigungen machen. Diese Ankündigung bezieht sich A auf die Videoaufnahmen. Sie sehen, dass wir uns entschlossen haben, auch das Einverständnis der Ministerin eingeholt haben, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Und das Zweite ist, dass wir auch heute ein Graphic Recording haben werden, dieses Mal gemalt von Gabriele Schlipf. Und Frau Nahles, keine Sorge, sie malt uns nicht mit Fratzen oder sonst irgendwas, sondern sie versucht, die thematischen Dinge auf Papier zu bringen. Und wir freuen uns darüber sehr. Seien auch Sie herzlich willkommen. Und damit gehört das Podium Ihnen. Danke. Nochmal mit größtem Dank. Danke, dass Sie in Ihrem verdammt knappen Zeithaushalt den Weg ans Reichpitschufer finden. Ja, danke. Danke. Ja, liebe Jutta Almendinger, ich habe ja eben schon verraten, dass es ein sehr schöner Termin für mich ist. Es gilt nicht für alle Termine, die ich so im Laufe eines Tages habe, weil ich mich natürlich darauf freue. Ich bin selber in guter Erinnerung an meine Zeit an der Universität in Bonn, wo ich völlig abwegige Sachen wie Literatur und Geschichte und Philosophie studiert habe. Und damals schon die große Sorge herrschte, sowohl bei meinem Elternhaus als auch bei allgemein meinen Lehrern, dass das ja nun brotlose Kunst sei. Aber vollkommen irrig. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Es hat mir ein Stück weit, es hat mich denken gelernt. Das würde ich mal so sagen, das kann man immer gebrauchen, egal was man macht. Jedenfalls freue ich mich, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Politik und Wissenschaft zusammentrifft, Frau Almendinger hat es ja ein ganz bisschen angedeutet, dann kommt man nicht immer zu denselben Schlussfolgerungen. Die Gründe dafür liegen ja auf der Hand. Einerseits das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse, das bei Ihnen im Mittelpunkt steht, was für sich steht, was auch wunderbar ist. Auf der anderen Seite oft die konkreten Sachzwänge, Haushaltsfragen und eben auch das Finden von Mehrheiten für Konzepte und Ideen. Das ist nicht immer so, dass es leicht wird, aber mir hilft immer Carlo Schmid. Das ist einer der großen Staatsmänner, der auch am Grundgesetz mitgearbeitet hat. Der hat, ich glaube, der kommt aus demselben Heimatland wie Frau Almendinger ursprünglich. Hört sich so an. Der sagte einmal, Politik ist der Mut zu glauben, dass wir es in der Hand haben, das Notwendige möglich zu machen. Ist der Mut zu glauben, dass wir es in der Hand haben, das Notwendige möglich zu machen. Das hilft mir immer, weil ich glaube, das, was wir heute in den Mittelpunkt unserer Diskussion stellen, ist ja zu gucken, was brauchen wir denn für einen Mut? Was ist das Notwendige und wie machen wir es möglich? Das ist dann der zweite Schritt. Ich habe mich sehr intensiv mit den Eschborner Thesen zur Arbeitsforschung auseinandergesetzt. Das haben im vergangenen Jahr 100 Kolleginnen und Kollegen ihrer Zunft veröffentlicht. Diese Leitfragen, das bezieht sich auch auf demografischer Wandel, Zusammenspiel von autonomen und informatisierten Maschinen und Mensch und nicht zuletzt auch die Frage, was ist eben Humanisierung unter modernen Bedingungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, im Bereich der Arbeitspolitik. Das hat mich inspiriert, heute einige der Punkte anzusprechen, von denen ich glaube, dass sie in einem großen Transformationsprozess sich befinden. Lassen Sie mich einen kurzen Blick zurückwerfen. Als ich vor 25 Jahren Abitur gemacht habe, da galt es in der Arbeitswelt als normal. Und ich habe in meinem kleinen Dorf, wo ich lebe, das auch als normal empfunden, weil es zum Beispiel auf meinen Vater zugetroffen hat, dass man ein in der Regel männlicher Alleinverdiener ein Leben lang beschäftigt war im selben Betrieb, mein Vater 45 Jahre, sozialversicherungspflichtig, Vollzeit tariflich entlohnt. Das hieß Normalarbeitsverhältnis. Eine Generation später ist das überhaupt nicht mehr als Norm zu sehen. Es ist auch nicht mehr die Realität im weiten Sinne. Es gibt immer noch einen Kern davon, aber es gibt auch sehr viel Beschäftigung im Niedriglohnsektor. Es gibt Werkverträge, es gibt viele Minijobs und so weiter und so fort. Die Belegschaften sind aber auch weniger homogen, erfreulich vielfältig geworden. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem mehr Frauen.
sind heute in Arbeit. Die Erwerbstätigenquote der Frauen ist in den vergangenen 20 Jahren um 15% gestiegen. Wir waren mal ganz unten, wir sind jetzt auf Platz 3. Ich rede jetzt nicht über die Arbeitsstunden, sondern ich rede jetzt erstmal über die Erwerbsbeteiligung. Und wir sind mit 73% doch wirklich einen Schritt nach vorne gekommen. Viele Beschäftigte wiederum, vor allem Frauen, arbeiten nicht Vollzeit, das möchte ich hinzufügen, sondern Teilzeit. Junge und hochqualifizierte Fachkräfte wechseln häufiger den Arbeitgeber und sie haben auch andere Fragen an ihren Arbeitgeber, als das früher der Fall war. Mehr Flexibilität durchaus auch im Sinne der Selbstbestimmung. Kurzum, das Normalarbeitsverhältnis der 80er Jahre ist vollkommen überholt. Ich behaupte einmal, es war auch damals nur ein Modell, das lediglich beschränkten Anhalt an der Realität hatte. In der Literatur der 80er Jahre finden sich bereits Stimmen, die das Normalarbeitsverhältnis in der Krise sahen. Ulrich Mückenberger zum Beispiel hat das damals schon thematisiert. Dadurch scheint der Begriff überhaupt erst aber an Kontur gewonnen zu haben. Ist auch ein Trick, vor allem Dinge, um Begriffe zu lancieren. Man definiert sie als krisenhaft. Heute jedenfalls, so viel ist sicher, hält dieses vermeintliche Idealbild den Anforderungen an ein Erklärmodell längst nicht mehr stand. Die spannende Frage ist also, wie werden die Menschen in der nächsten Generation, in den nächsten beiden Generationen arbeiten? Der Arbeitsmarkt hat sich zuletzt immer weiter ausdifferenziert und dieser Trend, das ist meine erste These, wird ungebremst weitergehen. Ich bin überzeugt, wir können diesen Wandel gestalten. Dazu brauchen wir doch eine Verständigung. Man könnte jetzt sagen, wenn das alte Leitmodell der Normalarbeitsverhältnis schon damals nur auch ein Modell war und nicht 100% die Realität abgebildet hat, warum will ich Ihnen empfehlen, nach einem neuen Leitbild zu suchen oder eins vorzuschlagen oder eins miteinander zu entwickeln? Könnte ja sagen, ist ja Unsinn eigentlich. Warum sollten wir das tun? Wir können ja auch mit der Differenziertheit leben. Warum brauchen wir eigentlich ein Leitbild? Ich glaube, dass wir ein Leitbild brauchen, weil auch Verständigungsprozesse einen Korridor, eine Perspektive, eine Zielperspektive brauchen. Ich glaube, wir brauchen sozusagen eine Orientierungsmarke, entlang der wir dann sehr differenziert und sehr strittig miteinander klarkommen. Aber ich glaube und will vorschlagen, dass es sich lohnt, wissenschaftlich und politisch und natürlich auch die Sozialpartner an einem neuen, wie Sie so wollen, Normalarbeitsverhältnis oder einem Leitbild von Arbeit zu arbeiten. Es wird sicher nicht überraschen, wenn ich einige Kriterien für so ein Normalarbeitsverhältnis nenne, die ich für wichtig erachte. Fairer Lohn, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, guter Gesundheitsschutz, lebenslange Qualifizierung, das als einige der Landmarken, die ich hier nennen möchte. Die Politik muss dafür immer wieder den richtigen Rahmen setzen, aber momentan hat man das Gefühl, dass es nicht die nötigen Aufmerksamkeit hat. Also Arbeitsmarkt läuft doch ganz gut, wir haben ein bisschen Fachkräftemangel, Digitalisierung, machen viele große Kongresse, aber was kommt dabei raus? Das muss man sich fragen. Dabei halte ich es für extrem wichtig, dass wir relativ zügig diese Frage angeben, weil aus meiner Sicht eben einige Aspekte rechtzeitig auf den Weg gebracht werden müssen. Die meisten Veränderungen, die wir erlebt haben und viel mehr noch erleben werden, haben nämlich einen Dreh- und Angelpunkt. Das neue Normalarbeitsverhältnis muss meiner Meinung nach sich sehr intensiv als Leitbild, als Fragestellung mit dem Thema Zeit auseinandersetzen. Die Politik, aber auch die Sozialpartner müssen den Rahmen für passgenaue Arbeitszeitmodelle schaffen, die das ganze Geflecht von Ansprüchen berücksichtigen. Ich möchte diese Ansprüche als magisches Dreieck unserer Zeit thematisieren. Eine Ecke bildet der demografische Wandel, der längere Lebensarbeitszeit ermöglicht, zugleich aber auch fordert. Das ist ein Spannungsverhältnis. Die zweite Ecke bildet die Digitalisierung und damit die Ubiquität von Arbeit.
Sie führt zu einer zunehmenden Flexibilisierung von Arbeitszeit, zugleich auch zu deren Entgrenzung. Der dritte Pol bildet die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Zeitsouveränität, Schutz vor Überlastung, den Willen, Arbeit und Leben zusammenzubringen. Das ist sozusagen, aus meiner Sicht, sind das die drei zentralen Punkte, um die das alles kreist. Das hat sowohl Konfliktstoff, das birgt Konfliktstoff, und es hat auch gleichzeitig einen handlungsorientierenden Charakter. Arbeit folgt meist einem eigenen Takt. Schichtarbeit, Kernzeit, Büro, Öffnungszeiten, Lieferzeiten, das sind die Taktgeber der Arbeitswelt. Kinder haben ihren eigenen Takt, auch der meist nicht selbstbestimmt, jedenfalls nicht wirklich selbstbestimmt ist, zum Beispiel Kita, Schule, Sportverein oder Musikschule. Lässt sich unendlich verlängern. Einen noch dichteren Takt setzen die Bedürfnisse zum Beispiel eines pflegebedürftigen Angehörigen. All diese, nicht nur Familie, auch andere Lebensfelder geben Takte vor. Diese Taktfrequenzen unter einen Hut zu bringen, ist eine wirkliche Herausforderung. Meist liegt es vor allem an den Frauen, das alles einzutakten. Die Lösung für diesen Zielkonflikt ist dafür häufig Teilzeitarbeit von Frauen. Mehr als 2/3 aller erwerbstätigen Mütter arbeiten Teilzeit. Ich glaube sogar 83%, wenn ich mich nicht irre aus dem Kopf. 83% aller erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit. Bei den Vätern sind es gerade einmal 6%. Also diese ganze Frage ist nicht nur eine, die große Spannung auf die Familie bringt, sie bringt vor allem besonderen Druck auf die Frauen. Es gibt also eine besondere Betroffenheit. Die Frauen sehe ich als Motor des Veränderungsdrucks deswegen. Viele Frauen möchten nämlich mehr arbeiten und nicht in Teilzeit bleiben. Und ich höre übrigens auch zunehmend von Männern, dass der Gedanke, eine Zeit lang weniger zu arbeiten, für sie attraktiv ist. Mit dem Elterngeld Plus wollen wir jetzt zum Beispiel die Väter und Mütter besser unterstützen, beide Teilzeit zu machen und gleichzeitig das Elterngeld in Anspruch nehmen zu können, als eine Reaktion auf diese Phänomene. Teilzeitarbeit darf auch nicht länger zur Karrierefalle werden. Hier bin ich als Ministerin gefragt. Im Koalitionsvertrag haben wir ausgehandelt, ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Wir haben damals unter Olaf Scholz als Arbeitsminister uns mächtig gefreut, dass wir einen Rechtsanspruch auf Teilzeit. Das war damals enorm der Druck, dass die Frauen gesagt haben, ich kriege das mit meinem Familientaktunternehmen nicht mehr geregelt, ich muss jetzt in Teilzeit gehen, und die Arbeitgeber sagen entweder voll oder gar nicht. Und oft genug haben sich Frauen dann entschieden, ganz aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Deswegen war Teilzeit schon die Brücke im Erwerbsleben zu bleiben, großer Fortschritt. Was wir dann festgestellt haben nach einigen Jahren, Gott sei Dank schneller als vor 20 Jahren, wollen die Frauen wieder zurück. Und dann kommt die große Überraschung, hier sind die Wege wieder versperrt. Und das ist genau das, wo ich gesetzgeberisch ran will. Das werden wir nächstes Jahr auf den Weg bringen. Ich möchte auch einen Sozialpartnerdialog vorschalten, um auch mal zu gucken, was ist denn eigentlich der Grund, wie kann man das am besten lösen. Aber es muss, glaube ich, auch da eine gesetzliche Rahmengebung her, um eben diesen Weg zurück eben auch möglich zu machen. Wir haben heute bzw. morgen im Kabinett Familienteilzeit, Familienpflegezeit heißt das, ist aber eine Form von Teilzeit, die auch dann auf die Situation zu pflegender Angehöriger reagiert. Ich nenne das nur als Beispiel, um Ihnen deutlich zu machen, dass das, was wir als Zukunftsaufgabe jetzt heute hier miteinander diskutieren, auch schon aktuell in die Überlegungen für unsere Arbeit natürlich mit einfließt. Wir haben noch damit noch lange nicht alle Fragen berührt oder geklärt, aber wir sind zumindest auf der richtigen Spur, würde ich mal behaupten, und versuchen da, wo es uns möglich ist, wo es Mehrheiten dafür gibt, auch die Vereinbarkeit und diese Vertaktung und auch die Erwerbstätigkeit unter auf bessere Füße zu stellen und zu stärken. Was wir zum Beispiel beobachten, ist, dass es eine Reihe von Sachen gibt wie Telearbeit, Langzeitkonten, Wertguthaben. Sie werden nicht wirklich genutzt zurzeit. Nicht in dem Maße, wie man sich das erhofft hatte, als wir diese Modelle diskutiert haben.
Und auch da müsste man nach den Gründen fragen. Vielleicht wissen Sie darüber mehr als ich. Wir sind auf der Suche nach Antworten, wie wir Sachen auch möglicherweise durch kleine Veränderungen praxisnäher und damit zugänglicher machen, als sie jetzt sind. Auch da bin ich sehr offen, um sowas auch aufzunehmen und mitzunehmen. Es geht darum, dass Menschen gerade in der Rush-Hour des Lebens, wie es so heißt, mehr Raum haben. Wir werden uns deshalb weiter Gedanken machen müssen, ob etwa vollzeitnahe Teilzeit, also die berühmten 30, 32 Stunden, ein Ansatz wäre, also eine nur geringe Reduzierung, die aber vielleicht doch viel bewirkt. Wir werden zu überlegen haben, wie wir Wertguthaben weiter verbreitern oder so eine atmende, selbstbestimmte Erwerbsbiografie ermöglichen können. Auch die technischen Möglichkeiten von mobiler Arbeit können Vereinbarkeit leichter machen. In diesem Punkt stehen wir aber noch am Anfang einer Entwicklung. Bisher jedenfalls geht die Flexibilität selten zugunsten der Beschäftigten. Das betriebliche Interesse ist meistens der Taktgeber und mächtiger. Aber da sind wir an einem Kernproblem der Arbeitszeitpolitik und auch eines neuen Normalarbeitsverhältnisses überhaupt. Wer entscheidet, wann gearbeitet wird? Wann wird das Zeitkonto eingezahlt und wann abgebucht? Also am Ende kurz und knapp, wer bestimmt über die Zeit? Und das ist eine ernstzunehmende machtpolitische Auseinandersetzung, die in dieser eher harmlos daherkommenden Frage nach einem neuen Normalarbeitsverhältnis oder nach einer neuen Arbeitszeitpolitik drinsteckt. Das ist auch demokratietheoretisch übrigens eine sehr spannende Frage. Wer bestimmt über die Zeit? Es wird ja sehr viel derzeit über, wer bestimmt über meine Daten, wer bestimmt über meine Privatsphäre. Das ist auch eine sehr interessante Debatte in dem Zusammenhang. Aber wer bestimmt über meine Zeit, ist am Ende des Tages noch tiefgreifender im Leben der Leute verankert als der eine oder andere Datendiskurs. Da sind grundlegende Aushandlungsprozesse der Sozialpartner erforderlich. Wie flexibel wird in Zukunft normal sein? Wie flexibel können wir sein, ohne krank zu werden? Wird wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlich sein, im Übrigen. Kann man dafür allgemeine Normen finden oder Schutzregeln? Wie lassen sich Dauer, Ort und Verteilung von Arbeit für morgen aushandeln? Also wo sollen wir das tun? Wie tun wir das? Im letzten Jahrzehnt hat sich der Drang zu mehr Flexibilität vor allem aus wirtschaftlichen Gründen deutlich verstärkt. Dabei gab es enorm viel betriebsinterne Flexibilisierung und die hat uns im Übrigen auch in der letzten Krise enorm geholfen, weil die Anzahl der Arbeitsstunden nach unten gegangen ist, aber nicht die Anzahl der Arbeitsplätze wie in den anderen Ländern Europas. Das ist ja toll, dass wir dieses Maß an betriebsinterner Flexibilisierung haben. Aber auf der anderen Seite, mit Verlaub, gibt es auch sowas wie eben den, gibt es auch eine Umfrage zum Beispiel der IG Metall bei all ihren Mitgliedern, wo deutlich wird, dass das an eine Grenze kommt, dass die Leute auch ihre Wünsche sehr deutlich da artikuliert haben. Nämlich mehr Zeitsouveränität für sich selbst auch ziehen zu können als Option, als Wahloption. Zugleich gab es auch in den letzten Jahren eine massive externe Flexibilisierung über Befristung, sachgrundlose Befristung, Minijobs, Praktika, Leiharbeit, Werkverträge und so weiter. Diese Stichworte stehen für den Aufbau von flexiblen Zweitbelegschaften, so nenne ich die, neben einem oft kleiner werdenden Stamm. Und das ist auch eine Wunde, die immer wieder dazu führt, dass auch Anforderungen als mich als Arbeitsministerin im nächsten Jahr zum Beispiel an die Werkverträge und Zeitarbeitsfrage ranzugehen, formuliert werden. Gleichzeitig mit großen Warnungen der Arbeitsdirektoren, jetzt gerade wieder Mercedes, macht da bloß nichts, weil dann wieder in der Mich-Kalkulation der Konzerne am Ende die Standortentscheidung für Singapur ausgeht. Ich überziehe jetzt nicht, sondern das ist ein Fakt. Das heißt, auch da Maß und Mitte, ein Aushandlungsprozess, gar nicht einfach. Mit der Digitalisierung werden die Grenzen von Mensch und Maschine, von Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsplatz fließend. Also wieder eine neue Form von Flexibilisierung. Früher gingen die Menschen zur Arbeit, in Zukunft kommt die Arbeit zu den Menschen, Fragezeichen. Dieser Umbruch hat in den meisten Bereichen, wenn überhaupt, gerade erst begonnen. Um gute
menschliche Arbeit trotz der Zielkonflikte dieses Aushandlungsprozesses zu stärken. Ja, eine faire Aushandlung oft überhaupt erst möglich zu machen. Sehe ich die Rolle des Staates vor allem darin, Formen externer Flexibilisierung zu begrenzen, die Tarifpartner zu stärken und Foren und Rahmen zu schaffen, um die neuen Aushandlungsprozesse dann auch gültig werden zu lassen. Gültig im Sinne einer Leitplanke, einer Rahmengesetzgebung, was auch immer. Sie sollen die Flexibilisierung, also die Verfügung über die Zeit innerhalb der Betriebe und Branchen aushandeln, das sind die Sozialpartner in erster Linie gemeint, damit wir zu einem gesellschaftlich tragfähigen Flexibilitätskompromiss kommen. Also es wäre sozusagen ein Baustein des neuen Normalarbeitsverhältnisses. Im Kern ist ein Flexibilitätskompromiss, der die neuen Aspekte der Flexibilisierungsanforderungen mit einbezieht, die durch Digitalisierung und anderes kommen, der die berechtigten Interessen aller angemessen berücksichtigt und nicht nur die des Betriebes. Das ist der Weg zu einem neuen Normalarbeitsverhältnis, wie ich ihn mir für die kommenden Jahre wünsche. Ich bin mir sicher, dieser Prozess wird in weniger Tages- und Wochen- und Arbeitszeitregelungen bestehen, sondern größere Zeiträume in den Fokus nehmen. Also das, was Jutta Almendinger eben als die Aufgabe des WZB ganz generell beschrieben hat, die Erwerbsbiografie, die Begleitung dieser Lebensspanne, das scheint mir auch der Rahmen zu sein, auf den sich dann ein neuer Flexibilitätskompromiss beziehen muss. Das kann nicht auf die Woche sein, auf den Tag, wahrscheinlich auch nicht mal auf den Monat. Wenn wir die Perspektive auf die gesamte Erwerbsphase des Menschen erweitern, stellt sich aber noch eine andere Frage. Wie lässt sich die immer längere Lebensarbeitszeit dann auch gut gestalten? Also neue Anforderungen. Und da kommt es schon auf Prävention an, und ich will das jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit sagen, aber eins möchte ich dann aufgrund der ominösen Anti-Stress-Verordnungsdebatte der letzten Wochen dann schon sagen. Ja, da lasse ich nicht locker. Erstens brauchen wir da neue Antworten, weil es neue Stressfaktoren gibt. Und zweitens, in den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der psychischen Erkrankungen mehr als verdoppelt. Sie sind inzwischen Ursache Nummer eins für Frühverrentung. Und jetzt kommt der Hammer. Die Betroffenen sind im Durchschnitt 48 Jahre alt. Das ist persönlich eine Katastrophe für jeden. Es ist aber auch für unsere Sozialsysteme und auch insgesamt eine Katastrophe. Es kostet auch enorm. Also das kann im Grunde genommen gar nicht, da kann man gar nicht sagen, wenn wir ein Normalarbeitsverhältnis auf neuen Flexibilitätskompromiss hin ausrichten müssen, aber ihn eben auch auf eine gesamte Lebensspanne betrachten, dann kann die ja nicht mit 48 zu Ende sein, weil man dann einen Burnout hat, aus welchen Gründen auch immer. Nicht alles kommt von der Arbeit. Es gibt auch Freizeitstress. Aber es muss an der Stelle, und wir haben einen großen Forschungsauftrag an die Bauer gegeben, also das ist das Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, hat auch eine Niederlassung hier in Berlin, die für uns die wissenschaftliche Debatte auswerten, bündeln und mir Handlungsvorschläge machen. Es muss nicht sein, dass das am Ende dazu führt, dass wir einem Betrieb X oder Y vorschreiben, wie sie jetzt den Stress minimieren, sondern wir könnten auch zu dem Ergebnis kommen, ihr müsst euch damit beschäftigen. Das schreiben wir euch allerdings vor. Das ist ja die Frage, wie man mit sowas umgeht. Da wird auch in der Debatte manches durcheinander geworfen. Ich will nur betonen, dass das eine nicht um das andere geht. Eine auf die Lebensspanne erweiterte Perspektive hat eine Menge von auch Umdenkungsprozessen unserer gesamten arbeitsmarktpolitischen Debatte und damit dann auch dessen, was wir reaktiv in den Betrieben anstoßen, zur Folge. Und wir haben auch eine Arbeitsgruppe zu flexibleren Übergängen, weil ich will auch von dieser Debatte weg 63, 65, 67, 70, sondern es muss auch da möglich sein, individueller zu gucken, wie lange kann jemand gesund in Arbeit bleiben und wie lange kann er pro Tag arbeiten und wie viele Regenerationsphasen braucht ein 67-Jähriger im Verhältnis zu einem 50-Jährigen. Das dürfte Unterschiede geben. Und deswegen muss man eigentlich weg von diesen starren Altersgrenzen hin zu einem wirklichen stärker auf die individuellen Potenziale hin orientierten Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Natürlich muss es irgendwo eine Anfangsgrenze geben, aber nach hinten sind wir eigentlich offen. Die Digitalisierung, das ist jedenfalls auch deutlich,
ich will das auch nur andeuten, weil meine Zeit jetzt auch schwindet. Es wird ja sehr janusköpfig werden. Wenn ich mit den großen Industriebetrieben rede, freuen die sich schon, weil die denken an die Demografie und die sagen, der körperliche Verschleiß kann doch reduziert werden, das ist doch super. Gleichzeitig, was sie verschweigen, die Arbeitsplätze verlangen, die dann existieren, viel höheres Qualifikationsniveau oder ein anderes Qualifikationsniveau, als die Beschäftigten es teilweise jetzt haben. Und hier wächst eine enorme Aufgabe auf uns zu, ein Teil des neuen Normalarbeitsverhältnisses. Es muss deswegen neben dem neuen Flexibilisierungskompromiss der Präventionskultur, wie sie in dem Maße noch gar nicht wirklich verankert ist, eine Erweiterung der Perspektive auf ein ganzes Leben, eben auch, wenn es auf die ganze Lebensspanne ausgedehnt ist, diese Qualifizierung umbauen. Ich würde gerne irgendwann sagen können, ich bin nicht mehr Arbeitslosenministerin, sondern Arbeitsministerin. Das ist nämlich in Wahrheit nicht immer das der Fall gewesen. In der Vergangenheit waren die Arbeitsminister oft Arbeitslosenminister, sondern es geht eigentlich um die Frage, wie kann man durch eine lebenslange Qualifizierung es schaffen, eben die neuen Anforderungen auch betriebsnah auch umzusetzen. Einerseits, da brauchen wir die Sozialpartner. Da hat die IG Metall auch vor, hier zum Beispiel in den nächsten Tarifverhandlungen erste Schritte zu machen. Wir brauchen auch etwas, was über den Betrieb hinausgreift. Das ist mein Anspruch. Es kann nicht nur betriebsbezogen sein. Das haben wir nie in Deutschland gemacht. Auch die duale Ausbildung ist nicht nur betriebsbezogen. Also muss es auch eine unabhängige Qualifizierungsberatung geben. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne auch als ein Zukunftsmodell für die BA, für die Bundesagentur für Arbeit, unterstelle. Wir nennen das Arbeitsversicherung. Es muss aber darüber auch Qualifizierungsangebote geben, die man greifen kann. Die Janusköpfigkeit ist dann in ein Smiley zu verwandeln, in Richtung Positives, ja, wenn man die richtigen Weichen jetzt stellt, um den einzelnen Arbeitnehmer im Wandel nicht allein im Regen stehen zu lassen. Sonst werden wir Aussortierungsprozesse trotz Fachkräftemangel haben, aufgrund von mangelnden Qualifikationen. Das kann es nicht sein. Und das ist deswegen so eine zentrale Aufgabe unmittelbar und deswegen muss die Debatte jetzt anfangen. Und ich will auch sagen, dass es mich nicht erfreut, dass wenn Crowdworking auf der einen Seite viele neue Freiberufler schafft, aber die Solo-Selbstständigkeit in keinster Weise in der Rente berücksichtigt wird, in dem Maße, wie es notwendig wäre. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen, wo dann wieder Aufgaben auch auf die Politik dazukommen. Ich will nicht mich hinstellen und sagen, oh Gott, wie schlecht ist das Freiberuflertum als Crowdy oder wie die sich dann selber nennen in Zukunft, keine Ahnung. Das bringt's nicht. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass irgendein Politiker eine gesellschaftliche Entwicklung in dem Bereich aufgehalten hätte. Was wir aber immer entweder gut oder schlecht gemacht haben, ist, das zu begleiten und den Leuten auch Sicherheit in der Veränderung zu geben. Und das ist ja etwas, was eben noch aussteht. Kleinstselbstständige in Deutschland gab es die letzten Jahre. Und wir haben nicht bisher die Kraft gehabt, in der Politik die nötigen Sicherungsmechanismen dafür zu öffnen. Ich sehe das vor allem beim Rentensystem, aber es gibt auch andere Fragen, die dazu klären werden. Also außer bei den Künstlersozialversicherungen, wo ehrlich gesagt uns das Ding bald auseinanderfällt und platzt, weil immer mehr Leute rein wollen, weil es keine Alternative gibt. Also muss man nicht die Künstlersozialversicherung sprengen indirekt, sondern muss was Besseres daneben stellen und öffnen. Das ist also mein Petitum. Dafür hatten wir aber dummerweise beim Koalitionsvertrag keine Mehrheit, kann er noch kommen, wenn wir die Normalarbeitsverhältnisdebatte jetzt vorantreiben. Das ist nämlich mein Ziel, dass um wirklich solche politischen Veränderungsprozesse mitzubegleiten, zum Beispiel eine Absicherung für neue freiberufliche Tätigkeit, die entstehen wird, ich bin mir 100% sicher, braucht man eben eine Idee davon, was da eigentlich passiert, was man machen muss, wo die Schwerpunkte sind, neues Normalarbeitsverhältnis, nennt es von mir als völlig anders, ist mir Wurst. Vielleicht gibt es ja einen besseren Begriff, der ist nämlich nicht besonders schön. Mir geht es eigentlich um die Frage, dass wir diesen Prozess auch auf der politischen Ebene klarer kriegen. Vieles läuft da momentan noch sehr dumm vor sich hin und Demografie hat jetzt jeder ehrlich gesagt in der Politik von hinten buchstabieren gelernt. Aber das, was wir wirklich brauchen, ein neues Leitbild, haben wir deswegen noch nicht. Dazu möchte ich einladen, freue mich auch auf die Diskussion
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ihr die Politik bei diesen ganzen Überlegungen um Himmels Willen nicht alleine lasst. Danke. Aller herzlichen Dank, Frau Ministerin Nahles. Es hört sich fast so an, als ob Sie hier eine große Abteilung leiten würden. Vieles von den Dingen, die Sie gesagt haben, also wenn ich jetzt ganz scharf wäre und selbstkritisch, würde ich ja fast sagen, es braucht die Wissenschaft nicht, wenn Sie das alles sowieso schon wissen. Was Sie aber gleich hören werden, ist eine ganz große Bestätigung Ihrer Hauptaussagen. Das ist nämlich, und ich würde das so zusammenfassen, um die Prozesse geht, der auf der einen Seite ein Gewinn an Freiheit durch einen Gewinn an Flexibilität, bei gleichermaßen einem Erhalt und einem Neugewinn von Sicherheit. Und das, ohne dass wir die soziale Ungleichheit in Deutschland noch weiter erhöhen, als sie allemal ist. Und das ist eine absolute Herkulaaufgabe. Aber das können Sie ja, das wissen wir ja. Was wir jetzt hören werden, sind kurze Impulse, die sich teilweise doppeln zu dem, was Sie sagten. Einmal von Ellen von den Driesch, einer Demografin. Dann von Herrn Heisig, ein Soziologe aus einer ganz anderen Abteilung. Dann diese junge Frau ist Professorin, Frau Professor Fasang, die Demografin und Soziologin ist. Und dann von Herrn Pollack. Und Herr Pollack leitet bei uns eine große Studie, wo wir auch Ihnen viel zu verdanken haben, nämlich das nationale Bildungspanel, wo wir ja immer hoffen, dass wir das nationale Bildungspanel noch viel stärker an die BA-Daten dran bekommen. Und ich glaube, Sie haben sich letztens auch mit diesem Antrag beschäftigen müssen, der über die Förderschüler. Ich weiß, dass es auf Ihrem Tisch lag. So ist das ja. Ich glaube, ich kann mich ein ganz klein bisschen auch dafür bedanken. Wir wissen das Ergebnis noch nicht, aber wenn Sie jetzt strahlen, dann nehme ich das mal so. So. Sie sind dran. Ja, so sind Sie. Ja. Sie sind ja nicht anders. Sie sind, bitte halten Sie sich da dran, weil ich glaube, dass sehr vieles von den Stichworten, die sie gegeben hat, nachher, und ich habe auch ganz viele Fragen dazu, eine lebhafte Diskussion erbringen wird, wie as short as possible. Ich spreche ja sowieso relativ schnell, also deswegen wird das kein Problem sein. Sehr geehrte Frau Nahles, liebes Publikum, als ausgebildete Demografin, wie Frau Almendinger mich gerade auch vorgestellt hat, die in einem sozialwissenschaftlichen Institut arbeitet, möchte ich jetzt gerne ein paar Schwerpunkte setzen, die Sozialwissenschaften und Demografie miteinander verbindet und politische Handlungsfelder umreißen. Sie haben gerade eben von dem magischen Dreieck gesprochen und gesagt, in dem einen Eck, da ist Demografie, mehr Menschen können länger arbeiten, das ist möglich, aber auch nötig. Und genau das ist auch der Punkt, auf den ich mich jetzt hier stützen werde. Denn häufig konzentrieren sich Diskussionen über die Folgen des Alterungsprozesses darauf, dass künftig immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass sich die umlagefinanzierten sozialen Sicherungssysteme entsprechend anpassen müssen. Doch das ist natürlich nicht alles. Es geht vor allem auch um die Altersverteilung der Beschäftigten. In meiner Forschung beschäftige ich mich daher unter anderem mit ungenutzten Arbeitskräftepotenzialen mit Blick auf zukünftige Bevölkerungsstrukturen. Hierfür bedarf es natürlich zunächst einen Blick auf die auf den Ist-Zustand und die bisherigen Dynamiken der Bevölkerung. Seit 170 Jahren ist inzwischen die Lebenserwartung um 3 Monate pro Jahr gestiegen. Das entspricht sage und schreibe 6 Stunden pro Tag. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% erlebt aktuell ein Neugeborenes seinen 100. Geburtstag. Dieser extreme Anstieg der Lebenserwartung erklärt sich vor allem durch einen Rückgang der Mortalität, also der Sterbewahrscheinlichkeit, ab einem Alter von 80 Jahren. Und ein geringeres Sterberisiko bedeutet natürlich auch immer mehr Überlebende. Weiterhin altern aktuell mit den Babyboomern besonders große Geburtsjahrgänge. Für die Altersstruktur heißt das, die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er Jahre schieben sich wulstartig nach oben. Gleichzeitig wird die ehemalige Pyramide nach unten immer schmaler, da die Geburtenrate der Babyboomer-Frauen deutlich unterhalb des Bestandserhaltungsniveaus von 2,1 Kindern pro Frau liegt. Und all diese Faktoren führen dazu, dass die Bevölkerung schrumpft. Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter. Aber werden wir deshalb eine vergreiste Gesellschaft? Wenn man darunter alte Männer und Frauen in geduckter Haltung, schwerhörig und am Stockhangeln versteht, lautet die Antwort ganz klar, nein. Wir leben nämlich nicht nur länger, sondern auch länger in besserer Gesundheit. Das liegt vor allem an besseren Lebensbedingungen, kontinuierlichem medizinischen Fortschritt und generell an einer gesünderen Lebensweise.
Um diese demografischen Entwicklungen mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verbinden zu können, werde ich jetzt kurz auf die Verteilung von Erwerbsquoten und Erwerbsvolumen auch nochmal eingehen, und zwar über das Alter. Weniger als jede zweite Person zwischen 60 und 64 Jahren geht einer Erwerbstätigkeit nach. Bei der Bevölkerung unter 60 sind es hingegen 75%. Diese geringen Quoten älterer Personen erklären sich vor allem aus den schwierigen Wiedereinstiegschancen älterer Arbeitsloser, Sie haben es eben angesprochen, sowie der Frühverrentungspraxis, wo gleich auch nochmal Herr Heisig darauf ansprechen wird. Aber das Erwerbsvolumen variiert natürlich auch über das Leben. Mit steigendem Alter arbeiten nicht nur weniger Personen, sondern diejenigen, die arbeiten, arbeiten auch in einem deutlich geringeren Stundenumfang. Wenn wir jetzt die Summe aller geleisteten Arbeitsstunden allen Personen einer Altersgruppe gegenüberstellen und nicht nur den Erwerbstätigen, sondern allen Personen, liegt die durchschnittliche Arbeitszeit bei Personen ab einem Alter von 60 Jahren bei unter 5 Stunden pro Woche und bei Personen unter 60 Jahren bei 27 Stunden wöchentlich. Führen wir also diese beiden Stränge zusammen, also die Arbeitsmarktbeteiligung und die Demografie, was bedeutet das Ganze für den Wohlstand der Zukunft? Für die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft ist das Altern und nicht das Schrumpfen der Bevölkerung entscheidend. Wenn Ältere auch in Zukunft so wenig am Erwerbsleben teilnehmen wie heute, wird sich die insgesamt geleistete Arbeitszeit in Deutschland drastisch reduzieren. Das zeigen auch Analysen von Kollegen von mir, von Jim Wuppell, der zeigt, dass wenn man das altersspezifische Erwerbsvolumen, also die durchschnittliche Arbeitszeit pro Alter konstant hält und mit den demografischen Entwicklungen in Verbindung bringt, wird innerhalb der nächsten 10 Jahre 8% weniger gearbeitet als heute. Wenn wir es allerdings in den nächsten 10 Jahren erreichen würden, dass die 50- bis 60-Jährigen genauso viel arbeiten wie die 35- bis 49-Jährigen und sich die Arbeitszeit der 60- bis 64-Jährigen auf 20 Stunden erhöht, und zwar von 16, das ist gar nicht mal so viel, würde die Zahl der insgesamt geleisteten Stunden auch noch bis 2025 stabil bleiben. Das ganze Beispiel lässt sich natürlich noch radikaler gestalten, das ist ja hier alles nur in Zahlen spielen, würde halt bis zum Alter von 65 auf gleichbleibend hohem Niveau gearbeitet werden und gleichzeitig noch die Personen bis 70 Jahre zu einem gewissen Teil ins Erwerbsleben eingebunden, könnten andere Altersgruppen entlastet werden. Sie haben es eben angesprochen, konkret meine ich damit die Berufs- und Familienphase der 20- bis 40-Jährigen, die dadurch entzerrt werden könnte. Die Verteilung der Arbeit über den Lebensverlauf muss natürlich dadurch, wie Sie es auch gesagt haben, überdacht werden und neue Anreize für eine veränderte Altersstruktur der Beschäftigten müssen gesetzt werden. Künftige Diskussionen müssen sich daher nicht nur ausschließlich auf die Umverteilung von Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern, also auf horizontaler Ebene konzentrieren, oder wie Sie gesagt haben, auf eine neue Vollzeit, die Sie angesprochen haben, sondern es geht halt viel mehr um die Umverteilung von Arbeitszeit über den gesamten Lebensverlauf. Ja, herzlichen Dank. Ja, neue Modelle der Zeitverwendung sind auch für das Zusammenspiel von Geburts- und Erwerbsverhalten ganz zentral. Wie Sie ja auch angesprochen haben, ist es immer noch sehr schwer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Ich möchte noch ein paar Fakten hinzufügen. Frauen haben vor allem in Westdeutschland nach wie vor im internationalen Vergleich eine der höchsten Lohneinbußen für die Mutterschaft. Dabei wissen wir, dass Frauen ohnehin im Durchschnitt nur die Hälfte des Einkommens von Männern verdienen in Deutschland. Mütter in Westdeutschland verdienen dann noch einmal 33% weniger als kinderlose Frauen. Diese Lohneinbußen liegen in Nachbarländern wie Frankreich hingegen bei nur 7%. Und in den neuen Bundesländern sehen wir gar keinen signifikanten Unterschied in den Löhnen von Müttern und Kinderlosen. Es handelt sich hierbei auch nicht nur um kurzfristige Lohneinbußen, direkt nach der Geburt beispielsweise, sondern neuesten Ergebnissen zufolge, die sind jetzt auf Basis der Sozialversicherungsdaten, sehen wir für Westdeutschland, dass selbst unter Frauen, die vor der Geburt Vollzeit erwerbstätig waren, nur etwa 10% nach 10 Jahren mindestens das Lohnniveau erreicht haben, was sie vor der Geburt hatten. Das heißt also, 90% schaffen es auch nach 10 Jahren nicht, das Lohnniveau zu erreichen, welches sie vor der Geburt hatten. Und aus unserer eigenen Forschung wissen wir zudem, dass sich diese Lohneinbußen über den Lebensverlauf nicht aufholen lassen, sondern bis in die Rente hinein verstärken. Experimentelle Studien in den USA weisen darauf hin,
Dass ein Grund dafür auch in Diskriminierung durch Arbeitgeber liegt, von Eltern insbesondere Frauen natürlich. Bei Feldexperimenten wurden Bewerbungen mit fiktiven Lebensverläufen von Frauen eingereicht, die sich durch nichts unterschieden, außer einem dezenten Hinweis, dass eine Frau Mutter war und die andere nicht. Und wir finden dann eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für diese Mütterlebensverläufe, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Die Ebene der Betriebe spielt aber auch über Einstellungspraktiken hinaus eine wichtige Rolle. Mittels Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung konnte jüngst gezeigt werden, dass es auch in Deutschland sogenannte Fertilitätsansteckung am Arbeitsplatz gibt. Das heißt, wenn eine Person in einer Arbeitsgruppe ein Kind bekommt, haben ihre Kolleginnen und Kollegen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch bald ein Kind zu bekommen. Man muss also auch die Betriebe in die Pflicht nehmen. Wenn Kinder und Auszeiten im Arbeitsalltag verstärkt sichtbar werden und es eben mehr auch gelungene Vorbilder der Vereinbarkeit gibt, entstehen Ansteckungseffekte, dass sich auch vermehrt andere dazu entscheiden, Beruf und Familie gleichzeitig zu leben. Ein zentrales Thema unserer Forschung ist weiterhin, dass sich die Problemlagen der Vereinbarkeit je nach sozialer Schicht sehr unterschiedlich darstellen. In Familien mit niedrigem Einkommen beispielsweise ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen traditionell hoch. Sie nehmen nur kurze Auszeiten, einfach weil diese Familien auf jedes Einkommen angewiesen sind. So werden flexible Arbeitszeiten und längere Auszeiten auch häufig zu einem Luxusgut für Bessergestellte, eine oft vernachlässigte Dimension sozialer Ungleichheit. Andererseits ist die Kinderlosigkeit unter hochgebildeten Frauen gerade in Westdeutschland besonders hoch. Vor allem in hochqualifizierten Berufen sind längere Auszeiten zwar oft prinzipiell möglich, aber wie Sie auch schon angesprochen haben, sowohl für Mütter als auch für Väter mit geringeren Aufstiegschancen und langfristigen Nachteilen in der Karriereentwicklung verbunden. In diesem Zusammenhang spielen auch Altersgrenzen für das Erreichen von bestimmten Positionen, wie etwa im deutschen Beamtentum oder für die Bewerbung von Stipendien, eine Rolle. Solche Altersgrenzen schränken Flexibilität über den Lebensverlauf ein und verunmöglichen oft eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie in bestimmten Lebensphasen. Ja, ein Aspekt, der in Ihrer Rede ja auch immer wieder eine Rolle gespielt hat, ist die sozialstaatliche Absicherung von Arbeit. Den möchte ich jetzt nochmal aufgreifen und dabei insbesondere auf das Ende des Arbeitslebens schauen. Und wovon ja auch schon immer wieder die Rede war, auch in Ihrer Rede, ist, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen ist und weiter steigt und dass die Politik daraus die Schlussfolgerung gezogen hat, dass wir länger arbeiten müssen. Rente mit 67, Abbau von Frühverrentungsphasen. Und erstmal vorab, ich bin der Überzeugung, dass die eingeschlagene Richtung da grundsätzlich richtig ist. Das heißt aber eben nicht, dass sie nicht auch neue Herausforderungen und Probleme mit sich bringt. Und das zeigen auch meine eigenen Arbeiten, in denen ich untersucht habe, wie sich die Erwerbs- und Einkommensverläufe älterer Arbeitnehmer seit den 1980er Jahren entwickelt haben. Dabei wird eines ganz deutlich, nämlich dass Personen, die wegen gesundheitlicher Probleme oder Arbeitsplatzverlusten vorzeitig und unfreiwillig in den Ruhestand gehen, deutlich größere Einkommensverluste und Armutsrisiken in Kauf nehmen müssen als noch in den 1980er Jahren. Aus dieser Entwicklung gibt sich eine klare sozialpolitische Herausforderung, die ausreichende Absicherung von Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze arbeiten können. Und das ist natürlich durchaus bekannt, deswegen hat auch das Rentenpaket hier nachgebessert und die sogenannte Zurechnungszeit bis zum 62. Geburtstag verlängert. Ich habe nur leider meine Zweifel, dass diese Änderung das Problem auf Dauer löst, und ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Höhe der Erwerbsminderungsrente sehr eng an die Berechnung der Regelaltersrente gekoppelt ist. Und wie wir wissen, wird das Niveau der gesetzlichen Rente über die nächsten Jahrzehnte spürbar sinken. Personen, deren Karriere jetzt reibungslos verläuft, sollen und können das durch zusätzliche betriebliche und private Altersvorsorge kompensieren. Aber wer frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheidet, dem fehlen wertvolle Jahre für den Aufbau ergänzender Altersvorsorge. Und natürlich ist es im Prinzip möglich, sich auch gegen das Risiko der Erwerbsminderung ergänzend abzusichern, also auf dem privaten Versicherungsmarkt. Aber dabei gibt es leider ein gravierendes Problem, das für diese Art von Versicherungsmärkten typisch ist, nämlich dass diejenigen Berufsgruppen, die eine Absicherung am dringendsten benötigen, dort auch die höchsten Prämien zahlen müssen. Das heißt, das betrifft vor allem Personen, die schwere körperliche Tätigkeiten ausüben, aber auch Berufsgruppen wie Künstler, bei denen die Versicherer davon ausgehen, dass sie ein erhöhtes Risiko psychischer Erkrankungen aufweisen.
Neben einem Wiederausbau der Absicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung gäbe es auch ein paar andere Möglichkeiten, diesen Gruppen zu helfen. Beispiele wären da die Bezuschussung von privaten Erwerbsunfähigkeitsversicherungen für Hochrisikogruppen oder die Förderung von Betriebsrenten, die oft ja auch einen Erwerbsunfähigkeitsschutz vorsehen und da keine Unterscheidung nach Berufsgruppen machen. Ein weiterer Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte oder den Sie eigentlich auch schon angesprochen haben, ist eben der der Prävention. Das ergibt sich meines Erachtens auch unmittelbar aus diesen Ergebnissen, dass da großer Behandlungsbedarf besteht. Und wie Sie auch richtig gesagt haben, besteht er vor allem im Bereich der psychischen Erkrankungen, die ja mittlerweile für über 40% aller Neuzugänge in Erwerbsminderung wichtig sind. Also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Was mir in dem Zusammenhang noch besonders wichtig ist, dass bestehende und neue Präventionsmaßnahmen so konsequent wie möglich und nach höchsten wissenschaftlichen Standards evaluiert werden. Das gilt natürlich nicht nur für die Gesundheitsprävention, sondern auch für die Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik und andere Bereiche ganz allgemein. Und zwar hat sich auch hier in den letzten Jahren viel getan, aber oft mangelt es nach wie vor, würde ich aus Sicht der Wissenschaft sagen, an geeigneten objektiven Daten, um die Wirksamkeit von politischen Maßnahmen zu überprüfen. Solche Daten könnten in manchen Fällen durch experimentelle Studien gewonnen werden, aber oft wäre uns auch schon geholfen, wenn die Qualität von Beobachtungsdaten besser wäre. Was besser im Einzelnen bedeutet, hängt dabei ein Stück weit vom Erkenntnisinteresse und der zu beurteilenden Maßnahmen ab, aber es wird in der Regel heißen, Beobachtungsdaten heißt halt im Wesentlichen, also nicht aus experimentellen Studien, sondern aus der Befragung von normalen Personen, Bürgern und so weiter, nicht durch zufälligerweise gewonnenen Daten. Ja, verstehe. Und wir sagen, es wird in der Regel heißen, dass man Personen häufiger und länger beobachtet, als das mittlerweile oft der Fall ist und auch detailliertere Informationen erhebt. Also das ist sozusagen ein Plädoyer für eine bessere Datenlage. Ich möchte abschließend über die Verteilungsgleichheit und Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt berichten und beginne mit einer guten Nachricht. Seit Anfang der 1990er Jahre ist das Realeinkommen in der Bevölkerung um 10% gestiegen, also genauer gesagt das Nettoäquivalenzeinkommen. Das heißt, wir haben im Schnitt alle mehr Geld, uns geht es allen besser und der Wohlstandsfahrstuhl fährt weiter ein Stück nach oben. Jedoch, wenn man sich die Zusammensetzung des Einkommens anguckt, sieht man, dass es da unterschiedliche Entwicklungen gibt. Das Arbeitseinkommen, also das Markteinkommen, was man aus eigener Arbeit erwirtschaftet hat, ist von Anfang der 1990er Jahre bis Mitte der Nullerjahre deutlich gesunken. Und zwar vor allem für die unteren Einkommensgruppen, die in ihren Abstand zu den mittleren und oberen Einkommensgruppen fast verdoppelt haben. Das heißt, wir haben sie unten schlichtweg fast abgehängt. Der Trend hat sich etwas umgekehrt in den letzten Jahren. Die Schere geht weiter wieder zu. Wie weit sie zugeht, darüber streiten wir uns noch in der Wissenschaft. Aber in dem Zusammenhang wissen wir auch, dass die Einkommen, dass das Ungleichheitsniveau sich insgesamt erhöht hat in Deutschland. Dieser berühmte Gini-Koeffizient, den viele kennen, ist in den Anfang der 2000er Jahre gestiegen und bleibt oben auf einem höheren Niveau. Wir sind nicht mehr eher unten im internationalen Vergleich, sondern haben mittlerweile eine mittlere Position. Das heißt, es gibt mehr Ungleichheit in Deutschland. Gleichzeitig gibt es in Deutschland eine erstaunlich hohe Vermögensungleichheit. Wir wissen darüber nicht sehr viel, weil es nicht so viel gute Daten dazu gibt. Das ist ein Problem, wenn wir es schon von Daten haben, auch gleich ein Wunsch von mir. Aber interessanterweise, anders als in anderen westlichen Ländern, hat sich diese Vermögensungleichheit nicht weiter verstärkt. Das, was der Ökonom Piketty für andere Länder gezeigt hat, vor allem eine hohe Konzentration von großem Vermögen, gibt es in Deutschland in dem Sinne nicht. Für mich ist aber wichtig, was bedeutet denn das für die Menschen? Was bedeutet denn das für die Menschen und ihre Familien? Und ich möchte hier zunächst für die Erwachsenen selbst eingehen. Was bedeutet es, dass die Einkommen im unteren Teil gar nicht so stark gestiegen sind? Das bedeutet, dass 2/3 der Aufstieg innerhalb von 4 Jahren aus der niedrigsten Einkommensgruppe gar nicht mehr gelingt. Sie verharren unten und kommen da nicht raus. Tendenz leider weiter steigend. Das heißt, der untere Rand wird immer stärker finanziell abgehängt. Und was bewegt dieses niedrige oder das geringe Einkommen der Eltern, etwa im Blick auf die Bildungschancen der Kinder? Erstaunlicherweise recht wenig. Wir wissen aus vielen Studien hier im Haus und auch woanders, dass das Einkommen selbst und auch das Vermögen eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Viel wichtiger ist die Bildung der Eltern und ist der Beruf der Eltern. Aus meiner eigenen Forschung weiß ich, dass es vor allem der Beruf
der Eltern ist, der die Zukunftschancen der Kinder maßgeblich prägt. Denn die Berufe stehen nicht nur für finanzielle Ressourcen, die man hat, sprich Einkommen, sie stehen auch für soziale Kontakte, sie stehen für spezifisches Wissen, was man hat in dem Beruf, sie stehen für unterschiedliche Anforderungen in einer sich digitalisierenden Welt und sie stehen für bestimmte Neigungen. Vor allem aber sind Berufe oder die Ausübung des Berufs ein Vorbild für die Kinder. Um diese mächtige Sozialisationsleistung, die diese Berufe machen, zu verdeutlichen, vielleicht ein kurzes Quiz. Welche Berufsgruppe gibt in den meisten Ländern ihren Beruf am häufigsten an die Kinder weiter? Leichenbestatter. Denn wer sonst kommt auf die Idee, Leichenbestatter zu wählen, wenn nicht die Kinder von den Leichenbestattern selbst? Also Sie sehen, da ist der Beruf einfach viel mehr. Berufe sind also in der fortschreitenden Wissensgesellschaft entscheidend für die Chancen für die nächste Generation und damit für mögliche soziale Auf- und Abstiege im Generationenvergleich. Sie sind aber auch entscheidend für die Auf- und Abstiege innerhalb des eigenen Lebensverlaufs, eben weil Berufe typischerweise bestimmte Möglichkeiten bedeuten. Ärzte und Ärztinnen, Steuerberater, Fernfahrer müssen sich regelmäßig weiterbilden, um den Beruf weiter ausüben zu dürfen. Das heißt, sie bekommen durch die Weiterbildung im Beruf immer wieder Denkfutter und sie halten ihr arbeitsmarktrelevantes Wissen aktuell. In anderen Berufen, vor allem in den Berufen, wo man wenig verdient, sieht das anders aus. Es gibt wenig Weiterbildungsmöglichkeiten und es gibt auch wenig Möglichkeiten, einen Anschluss an einen anderen Beruf zu finden. Sprich, Berufswechsel sind sehr limitiert in Deutschland, bekanntermaßen. Als Beispiel kann man hier Straßenkehrer oder Straßenkehrerin nennen, aber auch Kassiererin. Man hat gerade diese Woche die Diskussion von den Schleckerfrauen gehört und wie viele davon eben noch keine Beschäftigung gefunden haben. Wenn wir also zunehmend über ein tariflich oder gar gesetzlich verbrieftes Recht auf Weiterbildung diskutieren, müssen wir überlegen, in welchem Rahmen dies stattfinden kann. In manchen Berufen, zum Beispiel Handwerksberufen, kann Weiterbildung ein Aufstiegskanal sein. In anderen Berufen, vielleicht einfache Kurierdienste, ist dies unwahrscheinlich. Hier müssen Angebote geschaffen werden, wie ein Berufswechsel möglich sein kann. Etwa durch berufsqualifizierende Ausbildungen auch im höheren Alter, das schließt an die Vorrednerinnen und Vorredner an, aber auch durch die Anrechnung von bereits Gelerntem und Geleistetem. Und diese Möglichkeiten müssen sozialpolitisch von Ihrem Haus und von dem BMBF flankiert werden. Denn wir wissen, die zeitlichen und finanziellen Ressourcen oder Kosten für eine Weiterqualifizierung sind mitunter so hoch, dass viele davor zurückschrecken. Und viele dieser Programme, die es zur Förderung gibt und zur Unterstützung, sind bisher zu zielgruppenspezifisch festgelegt. Es gibt also viel zu tun. Sie haben auch angesprochen, was diese Weiterqualifizierung im Lebensverlauf angeht, damit der Wohlstandsfahrstuhl nicht nur durchschnittlich nach oben fährt, sondern dass soziale Aufstiege auch aus schlechten Lagen wieder eher möglich werden. Damit enden unsere vier Beiträge von uns vier glücklichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir freuen uns auf die Nachfragen und Diskussionen und wir hoffen, zum Nachdenken und Weiterdenken angeregt zu haben. Vielen Dank. Ich denke, dass aufgrund der fortgeschrittenen Zeit es sich jetzt anbietet, dass wir gleich öffnen und Sie dann entweder hier drauf antworten oder auf die Fragen, die jetzt vom Publikum kommen. Aber ich glaube, jeder hier möchte was von Ihnen haben. Ja, Mann. Hallo. Eine kleine Frage. Ich leite hier die Projekte für die Finanzierung der Produktion. Dankeschön an alle für die tolle Rede und für die tollen Beiträge. Und eine Sache hat mir gefehlt. Europa oder, sagen wir mal, globale Prozesse, denn Sie haben ja am Anfang gesagt, quasi der Glaube an das Unmögliche möglich oder realistisch zu machen. Wir haben ja Regulierungswettlauf, wir haben Verlagerungsprozesse. Um meine Frage also kurz zu halten, gibt es Punkte, bei denen Sie in der Machbarkeit dessen, was Sie vorhaben, an Grenzen stoßen auf nationaler Ebene? Wo wäre das? Und haben Sie eigentlich europapolitische Prioritäten? Genau, das wäre die Frage auch an die Kollegen, was Sie da empfehlen würden. Dürfen wir noch einen zweiten Punkt?
Ja, klar, drei gerne zusammen. Ja, mein Name ist Lydia Maria Uhr. Ich arbeite hier am WZB in einer Forschungsgruppe, die sich mit Berufen, mit Fürsorgeberufen, insbesondere in der Altenpflege, beschäftigt. Und ein erstes, also uns interessieren da Arbeitsbedingungen und speziell die Entlohnung. Und ein erstes Ergebnis unserer Forschung ist, dass Beschäftigte in Fürsorgeberufen deutlich schlechter bezahlt werden als Beschäftigte mit vergleichbarer Qualifikation in anderen Branchen. Mein Eindruck ist, dass ein ganz wichtiger Punkt oder Grund dafür die starke Wettbewerbsorientierung im Pflegesektor ist, die dazu führt, dass Anbieter mit niedrigen Löhnen und knapper Personalausstattung konkurrieren. Und Sie hatten ja die fairen Löhne als einen wichtigen Aspekt des neuen Normalarbeitsverhältnisses angesprochen. Deshalb würde mich interessieren, wie Sie dem begegnen und was Sie für die Beschäftigten in den Pflegeberufen tun können. Ich glaube, wir lassen es im Moment dabei und geben Ihnen das Wort, Frau Nahles. Ja, zunächst natürlich muss ich mich, wenn ich überlege, eine halbe Stunde, 25 Minuten rede, muss ich mich begrenzen. Das ist erstmal ganz banal. Insgesamt beschäftigt mich die europäische Ebene sehr intensiv im Zusammenhang mit der Jugenderwerbslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben darüber hinaus einen Aufbau von europäischen Arbeitsvermittlungen. Da ist Herr Weise der Chef der europäischen HOPES-Initiative geworden, wo sich die Arbeitsvermittlungen zusammensetzen. Das geht also um Professionalisierungsschub. Bei Jugendarbeitslosigkeit fehlt es an allen Ecken und Enden. Da will ich jetzt nicht einsteigen, das wäre abendfüllend. Und wir haben zwei weitere Prioritäten definiert. Das ist einmal die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung. Das spielt nicht unbedingt in Deutschland die Hauptrolle, sondern in Frankreich und anderen Ländern. Und Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, weil das überall, auch in Deutschland, ein Riesenthema ist. Wir haben also Verständigungsprozesse auf der europäischen Ebene über Prioritäten. Wir arbeiten da eng zusammen. Ich arbeite sehr intensiv vor allem mit den Franzosen, Österreichern, Niederländern und so weiter zusammen. Und wir versuchen da auf europäischer Ebene Impulse zu geben. Wahr ist aber auch, dass momentan alles überlagert wird durch die Wirtschaftskrise, die Wachstumsschwäche. Und das dominiert in den anderen europäischen Ländern die Diskussion. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es hat sozusagen schon fast, also die nehmen das schon gar nicht ernst, wenn wir überhaupt anfangen mit Einzelproblemen der Arbeitsmarktpolitik. Ich war gerade in Mailand auf dieser Konferenz. Es war eher traurig, das Ergebnis insgesamt. Zweitens, mit Herrn Müller, dem Entwicklungsminister, habe ich es geschafft, und zwar in gemeinsamem Powerplay, das auf die Tagesordnung der G7, Deutschland richtet nächstes Jahr die G7 aus, endlich auch das Thema nachhaltige, gute Arbeit kommt. Das ist global gemeint. Und damit geht es um Lieferketten, um ILO-Kernarbeitsnormen, um alles Mögliche. Es war eine größere Anstrengung, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen. Und wir werden dazu eine große begleitende Konferenz machen, wo wir internationale Gäste hier einladen, weil ich glaube, dass die Arbeitsbedingungen nicht nur in der Textilbranche, sondern weit darüber hinaus, auch in der Automobilbranche, sehr wichtig sind für die Frage der Standortsicherung in Deutschland. Ich betrachte es jetzt mal aus dieser, wenn Sie so wollen, sehr protektionistischen Perspektive. Ganz abgesehen davon, dass es unwürdige, menschlich unwürdige Arbeitsbedingungen gibt. Ich habe aber mit Interesse verfolgt, dass steigende Arbeitslöhne in China jetzt dazu führen, dass China sich wandelt von der Werkbank hin zu einer neuen Schwelle. Das ist genau die Entwicklung, die ich sehen möchte. Im asiatischen Raum, aber auch im lateinamerikanischen Bereich und so weiter. Warum? Weil das immer dazu führt, dass erstens mal die Arbeitnehmer ihre Familien besser durchkriegen, auch Bildungschancen generieren können, logischerweise. Und zweitens aber auch unsere Wettbewerbssituation auf dem globalen Arbeitsmarkt sich wieder relativ verbessert. So. Und da ist eine Win-Win-Situation da. Und deswegen freue ich mich auf diese Aktivitäten um G7 im nächsten Jahr, die wir jetzt da implementieren konnten. Seitdem ich Arbeitsmarktpolitik mache, das ist Mitte der 90er Jahre, habe ich damit angefangen, liegen wir mit Dienstleistungen für und am Menschen im OECD-Vergleich mal locker 20% unter allen anderen. Das muss auch was mit der Wert, das hat was mit indirekter Bewertung auch zu tun von Arbeit. Also was ist wichtig in Deutschland? Handwerk, Industrie, ja, Produktion.
Zeugs, was man in die Hand nehmen kann, bla bla bla, womit man fahren kann, etc. Und das, was dann sozusagen nicht so wichtig ist, das kann nicht anders sein. Das ist dann wiederum erstens weiblich und zweitens ist es Dienstleistung am Menschen. Und das beides kombiniert. Das ist jetzt ehrlich gesagt, das überrascht mich leider null, dieses Ergebnis. Was können wir jetzt dagegen tun? Das ist also, ja, das ist die, ja, ich will es nur sagen, weil es klang, es ist jetzt wirklich eher, dass es mich auch ein bisschen nervt, weil es auch Prozesse sind, die im Grunde genommen durch die eine Maßnahme so nicht, wir haben jetzt bei der Pflege, wir werden jetzt eine Pflegereform machen, die ab 1.1.2015 gilt, da gehen 4 Milliarden zusätzlich ins System, auch Verbesserung der Entlohnung möglich. Wir haben eine Pflegemindestlohn geschaffen, vorher als andere. Was ich aber glaube, was man tun müsste, das ist eine neuere Diskussion, ist so eine Art sozialer Branchentarif zu entwickeln. Das ist eine Idee, die mein Kollege, der leider verstorbene Ottmar Schreiner, mitentwickelt hat, wo wir eigentlich sowas wie einen neuen Sozialtarif brauchen, wo auch die Tendenzbetriebe und so weiter mit integriert werden. Weil da gibt's ja diesen enormen Wettbewerb auf der Ebene. Das halte ich für den nächsten Schritt, den ich einleiten kann, auf der Ebene einfach weiterzukommen. Wir sind da noch am Anfang. Ich will jetzt einen Workshop machen, wo wir einfach mal alle Akteure, die Wohlfahrtsverbände, die Pflegeeinrichtungen und Verdi und andere zusammenbringen und gucken, ob wir da eine Stabilisierung in der gesamten Branche und damit eine, sagen wir mal, eine Abmilderung dieses fatalen Dumpingwettlaufs hinkriegen. Also das sind so die Ideen, die ich dazu habe. Aber grundsätzlich bin ich immer etwas am am Kämpfen da, weil ich nicht genau weiß, wie man diese Wertigkeit von Dienstleistung am Menschen einfach in Deutschland mal endlich ein wenig erheben kann, weil das ist ja an sich eine ziemlich fatale Selbstaussage über den deutschen Arbeitsmarkt und auch über die deutsche Mentalität und insgesamt über das Gefüge in unserem Land, wenn man ehrlich ist. Das hat eine grundsätzlichere Dimension, das Ganze. Ja. Klar, man müsste eigentlich nur mehr Männer in diese Jobs bringen. Ja, ja, das ist der Trick, genau. Und das war ein Argument, das habe ich zum ersten Mal von Jutta Almendinger gehört und seither viel und sehr oft wiederholt, Frau Almendinger. Ach Gott, ich wusste gar nicht, dass ich so redundant bin. Es ist vor einigen Jahren gewesen und das hat immer wieder für Lacher auf Veranstaltungen gesorgt, aber leider für Lacher, für diesen Kick, diesen verschämten Lacher, kennen Sie ja. Ui, ups, erwischt, Lacher. Was ich noch den beiden Herrschaften, die hier bessere Datenlagen eingefordert haben, sagen möchte. Erstmal fand ich das schön, diese Aspekt Verteilung von Arbeit über die Lebensspanne. Den habe ich nicht so verinnerlicht. Und auch nochmal die Frage der verteilungspolitischen Effekte im unteren Bereich ist ja bei beiden angeklungen. Aber wir machen 2 tolle, langfristige, neue Forschungssachen auf. A, Mindestlohn. Wir haben der Kommission eine permanente, fortlaufende Berichtspflicht aufgedonnert. Das wollten die gar nicht. Das bedeutet aber, dass wir eine permanente Evaluation in dem Niedriglohnbereich haben werden und damit auch regelmäßige Daten. Also ich hoffe, es hilft, um dann die Datenlage einfach insgesamt an dem Bereich zu verbessern. Das ist ein indirekter Effekt, aber der ist nicht zu unterschätzen. Da wird auch natürlich, da werden die nötigen Mittel für zur Verfügung gestellt und so weiter. Wir werden eine Geschäftsstelle bei der Bauer einrichten, wo auch eine wissenschaftliche Begleitung erfolgt. Aber natürlich können wir das da nicht selber forschen, sondern es wird natürlich als Forschungsauftrag auch an andere delegiert. Zweitens bin ich ja auch verantwortlich für den Armuts- und Reichtumsbericht. Und wir haben ein paar grundlegende Überlegungen angestellt. Erstens mal stellen wir die Daten jetzt alle ab nächstes Jahr immer transparent ins Netz. Diese ganze sinnlose Debatte über was wir da immer alles verheimlichen, da habe ich gesagt, das ist doch alles Blödsinn, das können wir alles transparent machen, da können wir dann drüber diskutieren, aber wir werden da ganz offen mit umgehen. Aber vor allem haben wir, und das hat mich jetzt an Ihre Forschung erinnert, was Sie dargestellt haben, haben wir beschlossen, wir müssen eigentlich mal aus dieser Zahlendebatte rauskommen. Das finde ich total langweilig, weil ja immer mit jeder Hartz-IV-Erhöhung steigt ja auch die Armutsquote. Das bringt uns ja alles nicht weiter in der Debatte. Sondern was uns in Wahrheit weiterbringen würde, ist, was bedeutet eigentlich Reichtum? Was für Wirkung hat das? Oder umgekehrt, was Sie beschreiben, was passiert eigentlich mit denen, die komplett entkoppelt sind? Und deswegen wollen wir auch da haben wir jetzt Forschungsaufträge auf den Weg gegeben, wollen wir eigentlich diese Frage Reichtum und Armut nochmal in ihren Wirkungen und ihren Effekten und was bedeutet das eigentlich
untersuchen und wegkommen eigentlich von reinen Zahlen und Statistiken, die keine Aussagekraft mehr entwickeln. Also wir versuchen einfach den nächsten Armuts- und Reichtumsbericht, der 2016 oder 2017, das hängt immer von, wie lange abgestimmt werden muss mit den anderen Ressorts. da wollen wir wirklich ein neues Kapitel der Armuts- und Reichtumsberichterstattung, also ein qualitativ neues Niveau erreichen bei der Frage. Und da könnten einige Ihrer Forschungsergebnisse zum Beispiel auch für uns sehr interessant sein. Und gleichzeitig haben wir neue Forschung in Auftrag gegeben, um das zu unterstützen. Nur mal als zwei Punkte, wo ich glaube, dass wir vielleicht dann auch helfen, die Datenlage für die Zukunft der Wissenschaft zu verbessern. Vielen Dank gerade für diesen letzten Punkt. Mit Herrn Heisig und Herrn Pollack stehen zwei Autoren des letzten Armuts- und Reichtumsberichts vor Ihnen, das wissen Sie. Und wir hatten da schon, also nicht nur bei den internen Abstimmungen, sondern insgesamt extreme Probleme, diese relative Armut von absoluten Armutsmaßnahmen. Und das ist ja genau das, dass man wieder auch mehr auf absolut geht. Und für manche Bevölkerungsgruppen liegen ja die tatsächlichen absoluten Armutsraten über den relativen. Ja. Das heißt, die Ärmsten erwischt man dadurch gar nicht. Das WZB zeichnet sich dadurch aus, dass es Zeiteinheiten hält. Sodass ich jetzt um Entschuldigung bitte, dass ich niemanden mehr von Ihnen dran nehme, sondern mit einem großen und wirklich herzlich gemeinten Dank für die Zeit, die Sie mit uns verbracht haben, schließen und auch mit einem großen Kompliment an Sie, weil junge Leute, nicht auch mit der jungen Ministerin, alle Tage zu tun haben. Meine Damen und Herren, Ministerin muss weiter arbeiten. Sie dürfen draußen einen Schluck Wein trinken.